So, und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 20 Spielerkarriere. Ich habe gerade keinen Sound. Ah, jetzt habe ich einen. So. Ja, wir haben gerade die Tabelle gesehen. Es sieht in Ordnung aus für uns. Es sieht in Ordnung aus, wenn wir weiterhin gute Leistungen bringen, dann glaube ich, könnten wir definitiv in den Aufstiegs-Playoffs sein. Das Wichtige ist natürlich, wenn wir jetzt nicht Dritter werden sollten und direkt aufsteigen, wäre es wichtig, dass wir wenigstens uns den vierten Platz sichern. Und Port Vale ist auch nur 2 Punkte von uns entfernt. Deswegen, wenn wir hier gewinnen, dann wäre das ein großer Schritt. Das wäre ein großer, wichtiger Schritt für die Rovers. Die Frage ist halt, ob sie ja diesen Schritt auch gehen können. Hier gegen Exeter City. Hier ganz freundlicher Handshake. Und danach kann das Spiel auch beginnen. Wir sehen hier nochmal die Aufstellung von den Rovers. Tarisson weiterhin im Tor. Der ist der gesetzte Stammkeeper. Aus ja, der eigenen Jugend. Die Rovers haben ihn ja von Schweden geholt. War auch Schweden geholt. Und der junge Schwede, der zeigt in der englischen vierten Liga, warum ihm ja die Fußballzukunft gehört. Ja, die Gelegenheit hier mal. 16. Spielminute. Und der Keeper war dran. Starke Parade hier vom Schlussmann vom Exeter City. Ah, der Ball geht rüber. Aus der Ecke wird nichts. So, wir springen in die 26. Spielminute. Exeter City sucht sich jetzt seinen Weg nach vorne. Und da haben sie ihn vielleicht auch. Ja, der Ball. Oh, Tarisson. Tarisson war da. Sehen wir hier die Aktion noch einmal. Da hat er ihn ja recht tief hingebracht. Aber ein Tarisson, der hat blitzschnelle Reflexe. Und er klärt den Ball zur Ecke. Ja, und jetzt gibt's einen Elfmeter. Strafstoß für Exeter City. Und jetzt haben sie hier die Gelegenheit. Ich glaube, das war ein Handspiel. Ich würde die Aktion gerne nochmal sehen. Ja. Okay, wir bleiben jetzt einfach alle stehen. Gut, was ist das bitte? Dieses Spiel, ich verstehe es nicht. Also es gibt keine Karte. Außer der Schiri ist eingeschlafen oder so. Ah, es geht weiter, okay. Ja, es war ein Handspiel, definitiv. Und geht auch zurecht. An Exeter City. So, der Elfmeter. Wir gehalten! Tarisson ist da! Schön geschossen, Elfmeter, aber ja, eine umso bessere Parade von Chris Tarisson. Wie gesagt, dem Jungen, den gehört die Fußballzukunft. So, jetzt kombinieren sie da durch die eigenen Reihen. Über den linken Flügel. Bringt ihn rein. Und das ist das Tor! 66. Spielminute. Die Rovers gehen in Führung. Und ich glaube, das war Wenzelholz. Nee. Nee, es war nicht Wenzelholz. Wer war's? Ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, Collins. Ja, Glück, dass er da den Ball bekommt.
Also wäre der Verteidiger da nicht hingegangen und hätte den Ball so komisch abgefälscht, dann hätte er nie den Ball auf den Fuß bekommen. Und so steht es nun 1:0. Ja, Aaron Collins hat das Tor erzielt. Wir sind in der 89. Spielminute. Die Rovers führen immer noch mit einem 1:0. Ja, nee. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es hier in dieser Partie. Können hier die Gäste aus Exeter City einfach nochmal vielleicht ein Tor machen? Nein, können sie nicht. Die Rovers gewinnen 2:0 und ich meine, das war am Ende wirklich sehr verdient. Die Leistung hat heute gestimmt. Und ja, eigentlich ist der Man of the Match Chris Darrisson. Ich meine, er ist der Grund, weshalb sie nicht so früh in Führung, in Rückstand gegangen sind. Mit den Paraden und auch mit dem gehaltenen Elfmeter. Und ich meine, ja, das ist schon eine Leistung. So, wir sind hier im nächsten Spiel, hier bei Crawley Town gegen die Rovers. Ja, Man of the Match Darrisson möchte hier wieder sein Team zum Sieg leiten. Die Frage ist, ja, wie werden hier die Rovers spielen? Ich meine, in der letzten Partie haben sie ja irgendwie nicht viel gezeigt. Aber sie haben halt die richtigen Aktionen gezeigt. So kann man das, glaube ich, gut beschreiben. Naja, mal sehen, ob Chris Darrisson in diesem Spiel auch wieder Man of the Match wird. Und dafür müsste er halt nur wieder alles aus sich rausholen. Aber das ist auch seine Mentalität. Er lässt da auf dem Platz alles raus. Und das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, dass auf dem Platz alles gibt, sonst bist du einfach selbst mit dir unzufrieden. Und das möchte ja niemand. Ja, über den rechten Flügel. Ja, und es ist 1:0 und es ist bitter. Den Abpraller konnte Darrisson nicht verhindern. 1:0, 12. Minute, Crawley Town mit dem Treffer. Ja, das haben sie gut gemacht. Da hat er gelauert und Führung geht verdient an die Gastgeber. Ja, Flanke und ja, der Ball ist weg. Den kannst du vergessen. Hätte definitiv mehr kommen müssen. Wir befinden uns in der 43. Spielminute. Ja, schöne Kombination da. Aber sie müssen auch was damit machen. Sie finden dort einfach keine Lücke. Oh! Irgendwie noch aufs Tor bekommen. Ja, irgendwie noch da aufs Tor bekommen. Ich weiß nicht wie. Aber nun gut. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Können die Rovers vielleicht hier noch den Ausgleichstreffer erzielen? Ein Punkt sichern, das wär's. Aber dafür müssten sie jetzt den Ball bekommen. Den bekommen sie nicht, aber dafür bekommen sie nochmal einen Angriff hier. Kann das hier was werden? Wir spielen zurück das Jahr, das war's. 1:0 gewinnt Crawley Town gegen die Rovers, also das war zu wenig. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.